Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Wir haben es geschafft. Ich habe endlich meine erste mythische Waffe aus einem Event. Ich spiele jetzt schon über 1,5 Jahren Pixelgun. Ja, da auch gleich die Frage an euch. Wie lange spielt denn eigentlich ihr schon Pixelgun? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, dass ich mir so eine Waffe aus einem Event hole. Momentan läuft hier bei mir das Zeitreise-Event und ich habe es geschafft, hier den verfluchten Piraten freizuschalten. Eine mythische Waffe, eine mythische Spezialwaffe. Ja, was hat die aber so drauf? Eine Feuerrate hat sie von 88, Kapazität von 1, aber das werden wir gleich sehen. Das hört sich jetzt wenig an, aber man muss mit der Waffe nicht nachladen. Und ja, Gewicht hat sie 75. Sie schießt Raketen, was irgendwie nicht nach Raketen aussehen, und sie hat auch noch Durchschuss, und wenn man den Gegner trifft, dann ist dieser Gegner auch vergiftet. Und ja, wir werden diese Waffe gleich mal ausprobieren, würde ich sagen. Und wir haben ja in einem der letzten Videos herausgefunden, dass man am besten Waffen testen kann, also was die so drauf haben, wenn man sie noch nie gespielt hat. Ja, kann man das am besten machen in der Arena, denn da sind nicht die Gegner, die ganze Zeit auf dich ballern und du keine Ahnung hast, wie deine Waffe funktioniert, sondern da sind diese langsamen Zombies, die ewig lang brauchen, bis sie bei dir sind, und mit denen kann man da super Waffen testen, wenn man nicht genau weiß, um was es geht. Ja Leute, wir hauen hier gleich mal den verfluchten Piraten rein und ihr seht schon, er schießt sehr schnell. Und ihr seht auch, er hat hier eine andere Anzeige als die anderen Waffen. Da ist kein schräger Strich. Somit muss man hier nicht nachladen. Und er schießt extrem schnell. Die Gegner werden vergiftet. Nur, man darf nicht zu weit nach unten zielen. Wenn ich hier ziele, dann ist das gleich weg. Dann hört das dort auf. Deswegen immer etwas höher schießen. Denn man sieht es ja, er schneidet so durch die Luft. Aber trotzdem trifft nur das Mittlere. Ich habe den Zombie hier zum Beispiel zwar getroffen, aber er nimmt keinen Schaden, weil man eben hier in der Mitte ja, den treffen muss. So, wir holen jetzt mal Munition. Und das nächste ist, er kann mehrere Gegner auf einmal zerschneiden. Ihr seht schon, oh nein, ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber hier. So, jetzt haben wir beide hintereinander zerstört und das ist schon richtig cool. Aber das, was man hier nicht so gut einschätzen kann, wie viel Schaden diese Waffe macht. Deswegen würde ich sagen, lassen wir diese Arena jetzt mal. Wir wissen jetzt, wie die Waffe so funktioniert, wie sie so schießt, wie damit zu umgehen ist, wie sie sich anfühlt. Deswegen mag ich die Arenen hier sehr, sehr gerne, um hier eine Waffe zu testen. So, die erste Welle hätten wir jetzt geschafft. Aber wir gehen hier gleich mal auf beenden und gehen zurück. Ja, hätte es nicht den Battle Pass gegeben, wo man ja für Kronen so Aufgaben erledigen muss, wie zum Beispiel, kommen bis zu Welle 5 oder kommen bis zu Welle 7, wäre ich nie drauf gekommen, wie cool es eigentlich ist, in der Arena hier, ja, Waffen zu testen. Wir haben ja auch das Vulkanherz letztens schon hier in der Arena getestet und das finde ich eigentlich richtig cool und ich glaube, es hat auch euch gefallen. Und falls dir dieses Video gefällt, nicht vergessen, hier einen Daumen nach oben geben, wäre auf alle Fälle sehr, sehr cool von dir. Aber jetzt gehen wir natürlich in einen echten Kampf, um hier etwas die Spannung zu erhöhen. Ich würde sagen, wir gehen hier in einen Teamkampf und gehen hier auch ins Weiße Haus. In dem Weißen Haus sind hier diese Gänge und die Gegner stehen oft hintereinander. Deswegen kann man hier, glaube ich, sehr, sehr gut mit dem verfluchten Piraten spielen. Und welche Waffe habt denn ihr schon aus dem Zeitreise-Event euch geholt? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich glaube, die meisten von euch haben sich den Wikinger schon geholt, denn der ist ja über den Battle Pass sehr, sehr schön zu holen. Und ja, schreibt mir das unbedingt mal rein und wow. Hier hat mich jemand mit der Einschuss gleich mal erledigt. Ja, ich glaube, die Gegner sind hier ziemlich gut. Es steht 1 zu 5. Habe ich eigentlich Teamkollegen? Ja. Wow, wie man hier einfach den Sprung unterbricht, wenn man hier ins Menü geht. Ich habe leider keine Atombombe angelegt, aber den Drachen hier. So, wir haben hier ein Haustier gekillt. Das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich den Gegner killen, aber ich glaube, wir haben auch einen Gegnerkill hier. So, 3 zu 8. Ja, ich muss hier aufpassen. Ich schieße hier sehr, sehr leicht auf dem Boden und dann habt ihr schon, ah, da ist ein schwarzes Loch, und da habt ihr schon gesehen, da macht das Teil dann keinen Schaden, wenn das Projektil einfach so im Boden hier verschwindet. Wupp. Wo ist dieser Gegner? Der spielt nämlich mit dem Raketenwerfer, was extremst krass ist. Ja, er fliegt da, wie ich es mir gedacht habe. So, und man kann hier so spammen, Leute, mit dieser Waffe. Das ist wirklich, das ist abnormal, finde ich, wie schnell man mit dieser spammen kann. Und ihr merkt schon, ich habe den schon oft getroffen. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Treffer gelandet. Aber er ist hier nicht draufgegangen, obwohl er hier auch Vergiftung hatte. So, jetzt deswegen habe ich jetzt eine Kill-Unterstützung. Man kann hier leider nicht drüber fliegen. So, da ist er nochmal.
Da hätten wir nochmal die Chance auf einen Kill. So, Kill-Unterstützung haben wir mal. Na gut, Niederlage. Wir waren aber auch nicht von Anfang an dabei. Ich will es hier aber nicht auf das schieben. Deswegen starten wir ja auch gleich mal in ein neues Match. Ich glaube, jetzt gehen wir zur Poolparty. Da stehen ja auch die Gegner sehr, sehr oft hintereinander. Deswegen, ja, wo haben wir sie? Die ist so weit unten. Ich glaube, das ist aber eine der Lieblingsmaps von vielen Spielern. Komisch, dass sie so weit unten ist. So, ich hoffe, jetzt werde ich jetzt mal... Oh, okay. Steht 0-0. Das finde ich gut. Und ich muss meine Gadgets ändern. So, Brave Lion. So, und wie man hier spammen kann, Leute. Es ist so ein Gespamme, diese Waffe. Wenn man sich hier schnell bewegt, dann kann man einfach über die ganze Breite schießen. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich krass. Und für das hat die Waffe eigentlich auch sehr, sehr viel, ja, Munition, muss ich sagen. So, da lassen wir auch eine Drachenpfeife rein. Hat, glaube ich, zwar nichts gebracht. So. So im... Oh, aber ich glaube, wir haben da wenigstens wenigen getroffen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch jemanden zerstört. Oder das war hier... Ja, das war mein Engel, der hier da nach oben geflogen ist. So, Kill-Unterstützung ist am Start. Ja, ich glaube, diese Waffe spielt man wirklich, indem man hier einfach nur spammt. Zwar nicht außerhalb, aber probieren wir es jetzt mal drinnen. Ob wir hier vielleicht einen Gegner finden. So, da ist einer, der Brave Lion schon wieder. Der wird sich auch denken, dieser Danny Online. Yes, so, da haben wir mal den Kopfschuss. Und somit bekommen wir auch einen Punkt für diesen Erfolg beim Battle Pass. Ich weiß nicht, ob man das Erfolg, Errungenschaft, Quest, Aufgabe... Ich weiß nie, wie ich das nennen soll. Yes, so, nochmal. Was, nur eine Kill-Unterstützung? Jetzt haben wir den mal gekillt. So, da sind auch ein paar Gegner. Yes, Kill-Unterstützung. Revanche-Kill haben wir hier auch am Start. Und wir hätten hier fast noch einen gekillt. Die Vergiftung ist natürlich auch etwas sehr, sehr Nerviges, muss ich sagen. Bei dieser Waffe, wenn man den Gegner hier vergiftet. Und hier, ja, ihr seht schon, hier sind so viele Gegner. Ja, 2 Kill-Unterstützungen kann sich sehen lassen und ich, ja, habe mir gedacht, hinter mir sind eigene Spieler. Dabei waren hier sehr, sehr viele gegnerische Spieler. So, yes. So, da drin wird es Leben geben, aber nee. Nee, das Leben habe ich mir nicht holen können. So. Okay, das sind nur eigene Mitspieler. Ist das ein Gegner? Yes, das war wieder ein Kopfschuss. Ich habe mit dieser Waffe fast nur Kopfschüsse gelandet, oder? Kill-Unterstützung haben wir hier auch gleich mal. Lass mich hier rein. So. Und die Waffe ist auch sehr schnell, finde ich. Man bewegt sich damit sehr, sehr, sehr schnell. Wow, da kommen gleich mal 2 Samurai auf mich zu. Den habe ich übrigens auch im letzten Video upgradet, wo ich die 1800... 60 Dings rausgeworfen habe. Die Juwelen. So, da spammen wir einfach drauf los. Einfach drauf los. Wir haben einen Revanche-Kill. Läuft doch. Läuft doch, Leute. Die Waffe, wie ihr seht, ich finde sie eigentlich ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. So, ja. Kill-Unterstützung, noch ein Kill. Und so, da ist gar nichts mehr in dieser Reihe. Da muss ich nicht weiterschießen. Ich finde es ja so OP, dass die nie nachladen muss. Und die hat wirklich ein sehr, sehr großes Magazin. Nennen wir es mal Magazin. So, du bist vergiftet. Schauen wir mal, ob wir da eine Kill-Unterstützung irgendwann bekommen noch. Normalerweise schon. Man kriegt halt hier auch sehr, sehr viele Kill-Unterstützungen, weil man hier schnell mal den Gegner trifft, aber eben nicht killt. Damit kann man hier sehr, sehr viele Kill-Unterstützungen sich holen. So, den Drachen auch noch. Ja, Drachenseele. Ich glaube, das war mein erster Kill mit der Drachenpfeife. Ich hatte zuvor noch nie einen. Nie Noob. Du bist gar nicht so ein Noob. Was? Das war gar kein Samurai-Kill. Aber egal. Wir haben hier einen Sieg mit 3 Vokalen. Das heißt, wir können nicht gut gewesen sein. Oh, wir sind Letzter. Wir sind Letzter hier im Team. Aber, Leute, passiert auch mal. Ja, ich wollte euch mal einen kleinen Eindruck zum, ja, verfluchten Piraten hier geben. Wie hat es euch gefallen? Schreibt mir mal eure Meinung zum verfluchten Piraten bitte in die Kommentare.
Und ja, wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Video, im nächsten Stream, wie ihr wisst. Und ja, danke lieber JAXJAX für dein Lobby-Like. Wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos oder Streams. Ich mache im Moment sehr, sehr viele Streams, deswegen unbedingt die Glocke aktivieren, dann verpasst du auch keinen Stream mehr. Ja, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut. Und ja, Leute, haut rein. Das war's von mir. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Ja, ciao.